Montag, Dienstag, Mittwoch, immer aktuell. Informierst die Menschen in Stutensee so schnell. Ich bin 2008 nach Friedrichsthal gezogen, also hier in Stutensee. Und als Informatiker habe ich immer eine Informationsquelle gesucht. Wo finde ich aktuelle Nachrichten hier aus meinem Umfeld? Das hat mich immer interessiert. Ich bin auch politisch interessiert. Und da habe ich dann mehr oder weniger nur die Webseite der Stadtverwaltung gefunden und von einzelnen Vereinen, was aber auch noch nicht so ausgeprägt war. Und als Informatiker habe ich mir dann eben gedacht, fange ich mal selber was an. Heute ist dein Geburtstag, Trommel feiern wir. Alle deine Leser freuen sich mit dir. Alle deine Leser freuen sich mit dir. Wie es jetzt so stark weitergegangen ist, ja, am Anfang habe ich schon gedacht, auf Facebook 200, 300 Fans ist doch super, wenn man sich vorstellt, die Leute alle in einem Raum, wie viele das wären. Jetzt sind wir bei 1200. Und es scheint immer noch weiterzugehen. Also das hat mich jetzt überrascht. Freut mich aber natürlich auch, dass es so gut Anklang findet und dass viele sagen, oh, das ist eigentlich meine einzige Informationsquelle. Da erfährt man Sachen über Stutensee, die man sonst nirgendwo findet. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir Geburtstagskind. Sebastian, du bist schon mit als längstem dabei hier im Team. Was sind deine Aufgaben bei meinstutensee.de? Ich habe angefangen, einfach zu helfen, zu schreiben, hier vor Ort auf die Termine zu gehen und habe versucht, dich dann zu unterstützen dabei, auch bei einem Konzept zu erstellen. Mittlerweile wohne ich ja nicht mehr in Stutensee und versuche aber das Projekt noch zu unterstützen, indem ich Texte redigiere oder auch wenn ich vor Ort bin, dann wieder schreibe oder einfach auch versuche als Journalist so ein bisschen einen Leitfaden zu geben, wie man denn an die Artikel herangehen könnte, weil wir dann doch mittlerweile ein relativ großes Team haben mit vielen Unterstützern. Marius Biebsch ist auch schon relativ lange dabei im Team von meinstutensee.de, vielen wahrscheinlich auch bekannt als Teil von Riedel und Biebsch. Welche Aufgaben hast du so in unserem Team? Ich habe, wie gesagt, die Aufgabe bei Riedel und Biebsch, bin ich einer der beiden und mache die Videoreportagen mit dem Tom und ich schreibe auch ab und zu mal kleinere Artikel, wenn bei uns in Spöck wohl nicht ganz so viel passiert, da schreibe ich halt einfach mal ein paar Artikel dann drüber. Warum hast du dich damals gemeldet? Macht dir das Spaß oder was ist der Grund, deine Freizeit da zu investieren? Ja, es ist einfach interessant so zu sehen, was hier in Stutensee, wo man auch wohnt, so abgeht und dann einfach die Leute zu informieren drüber. Und mit meinen Stutensee finde ich das eine gute Plattform, um, sag ich mal, die Informationen zu teilen mit anderen Menschen. Vielen Dank. Hallo, ich bin Michaela Eckerbauer, Kinderärztin in Stutensee und ich wünsche meinstutensee.de alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, meinstutensee.de. Alles Gute zum Geburtstag, mein Stutensee.de. Tanti auguri per i 4 anni, mein Stutensee.de. Alles Gute zum Geburtstag, mein Stutensee.de. Dongenen Kudlosen. Seine Halva. Alles Gute. Alles Gute zum Geburtstag, mein Stutensee.de. Ich liebe dich. Zum Geburtstag, mein Stutensee.de. Alles Liebe, mein Stutensee.de.